Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich lade euch heute ein, meine Ausstellung im Ökohaus Arche mit mir zu besuchen und deshalb laufen wir gerade die Treppe am Eingang Ost in den ersten Stock hoch. Das Gebäude ist im Jahr 1992 unter ökologischen Aspekten im Ortsteil Bockenheim gebaut worden und es gibt in diesem Gebäude eine große Durchmischung an Mietern. Unter anderem ist dort auch eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis ansässig, hier im ersten Stock, und diese hat schon seit vielen, vielen Jahren eine wechselnde Kunstausstellung. Die Kunstausstellungen selbst gehen so ungefähr 3 Monate lang und danach findet wieder ein Wechsel statt. Und nach etwas längerer Wartezeit hatte ich die Chance, endlich hier auszustellen. Und ich freue mich deshalb, euch und meinen neuen Abonnenten mich einmal kurz vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Inga Knaack, ich bin 48 Jahre alt und arbeite in Vollzeit als Architektin und Immobilienverwalterin. Ich habe dann in meiner Freizeit angefangen mit Acrylmalerei. Zunächst habe ich das selbst auf sehr kleinen Formaten für mich ausprobiert und hatte dann das Gefühl, dass es gemeinschaftlich sehr viel besser geht und habe dann einige Volkshochschulkurse besucht, dort Leute kennengelernt, denen über die Schulter geguckt, mir über die Schulter gucken lassen und so nach und nach habe ich dann zu meinem eigenen Stil gefunden. Ich bin immer noch fasziniert von quadratischen Leinwänden, pastösen Acrylfarben, Strukturen und ganz besonders hat es mir die Rakeltechnik angetan. Dann lasst uns mal in meine Ausstellung gehen. Das erste Bild, welches uns begegnet, ist das letzte, was ich gemalt habe. Und zwar hatte ich extra für die Ausstellung noch ein großes Bild in 1 Meter mal 1 Meter gemalt und habe es dann Meer getauft. Der offizielle Titel ist Abstrakt 2410 Meer. Es gab auch die Frage beim letzten Mal, welchen Rand dieses Bild bekommen hat und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, diesen Rand gelb zu malen und zwar genau in dem Gelb, in dem auch die Hintergrundfarbe erstellt worden ist. An der Wand hängt ein kleiner QR-Code und zwar weist der auf meine Online-Präsenz bei der Online-Galerie Balthas Art hin. Dort sind alle Bilder, die in der Ausstellung sind, schon einmal verzeichnet. Momentan nicht verkäuflich, weil sie ja in der Ausstellung hängen und ich damit keinen Zugriff auf die Bilder habe. Aber dort kann man die Bilder in Ruhe und einmal auch die Details betrachten. Die kleinen Bilder in Pink, Gold und Weiß sind euch nicht bekannt. Ich hatte mir aber überlegt, am Empfang etwas Fröhliches und Frisches aufhängen zu wollen, denn vorher gab es hier eine Schwarz-Weiß-Ausstellung und ich wollte dahingehend einen Kontrast setzen. Gegenüber des Empfangs hängt mein Bild Feuerwerk. Dieses ist in Lasurtechnik entstanden und zum Schluss habe ich Farbe auf die Leinwand geworfen. Und ich muss sagen, kurz vorher gab es den Jahreswechsel von 23 auf 24 und ich glaube, das wunderbare Feuerwerk hat sich aus dem Unterbewusstsein auf mein Bild geschlichen. Das nächste Bild ist 80 x 80 cm groß und in der Rakeltechnik entstanden. Der Titel Ein Geheimnis rührt von den dunklen Flächen im Hintergrund her und die leichten lila und violetten Flächen mit dem leichten Weißanteil sind wie Seidentücher, die vielleicht einmal ein Geheimnis lüften werden. Zwischen den beiden Türen in der Ecke hängt Jamaika, eins von den kleinen Bildern, welche ich zwischendurch einfach mal male. Jetzt müssen wir nochmal ein kleines Stück zurückgehen, denn auch auf der linken Seite hängt ein großes Acrylbild in der Rakeltechnik, welches ich tatsächlich sehr gerne mag und es heißt ganz einfach abstrakt 2, 3, 4, 5 Orange, Blau, Gold.
Wenn wir jetzt um die Ecke gucken, dann erwarten uns vier Bilder, die in der Größe 40x40 und in der Rakel- bzw. Spachteltechnik gemalt worden sind. Es ist keine Serie, aber allen Bildern gemein ist, dass sie sich im Blau-, Türkis- und Grünen Bereich aufhalten. Das erste Bild, Wasserstrudel, sieht so aus, als wäre man im Wasser, hätte die Augen geöffnet und schaut in Richtung Oberfläche, wo das Licht noch durchbricht. Das zweite Bild und das vierte Bild gehören tatsächlich der Serie Rost und Patina an. Und das Bild dazwischen ist eine Erweiterung der Rost und Patina Serie, die ich mit dem Spachtel gemalt habe. Und auf diesem Bild ist sehr viel Kupfer enthalten, Glitter und Sand. Auf dem letzten Bild, Rost und Patina 5, ist die Oberfläche teilweise durch das Zerkratzen der Acrylschicht unterbrochen worden. Wir laufen jetzt auf ein Bild zu, welches vor Kopf hängt. Leider war der Nagel genau dort platziert, wo das Bild jetzt hängt. Und ich hatte das Bild Blattgoldblumen gemalt, als ich 20.000 Abonnenten erreicht hatte. Ich fand das Blattgold so schön, dass ich mir eine Struktur überlegt hatte, die das Ganze noch etwas unterstreicht. Oberhalb des Warteplatzes hängt wieder ein kleines Bild. Es heißt Sonnentag. Auf der rechten Seite begegnen wir jetzt einem meiner absoluten Lieblingsbilder, Chaos und Ballons, 60x60 cm groß, und es war ein Erlebnis der besonderen Art, dieses Bild zu malen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch dieses Video gesehen. Dann habe ich noch Abstrakt 2405, ein Bild aus diesem Jahr für euch, und es hat den Titel Rot bekommen, weil Rot die tatsächlich dominierende Farbe auf diesem Bild ist. Dieses Bild trägt auch sehr viele Schichten der Rakeltechnik in sich, und es lohnt sich, wie ich finde, das Video zu diesem Bild auch anzuschauen. Wer sich die Ausstellung persönlich angucken möchte, der kann das gerne tun. Ich empfehle euch nur vorher, einmal im Internet nach den Öffnungszeiten der Praxis zu gucken, da ich die nicht auswendig kenne und sich natürlich tagesaktuell Dinge auch verändern können. Ich freue mich sehr darüber, dass mir die Möglichkeit gegeben worden ist, in Frankfurt und in dem Ökohaus ausstellen zu können, und ich nehme euch nochmal kurz mit. Alleine wäre es mir nicht möglich gewesen, das mit der Ausstellung zu realisieren. Deshalb ein herzliches Dankeschön sowohl an meinen Bruder als auch an meinen Vater, die mich an dem Tag unheimlich unterstützt haben. Herzlichen Dank. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen, ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Seid kreativ, habt eine schöne Woche, und wir sehen uns beim nächsten Mal.